Harald Janach, FPÖ, ist schon am Wort. Du brauchst bitte nicht auf die Handelsketten schimpfen. Der Herr Bundesminister hat klar gesagt, dass sich die Handelsketten jetzt beteiligen werden bei den Produkten der Bauern. Und auf das Wort des Ministers zählen wir, und deswegen schimpfen wir nicht auf die Handelsketten. Das ist nicht unsere Intention. Wir teilen einen anderen Standpunkt wie dieser Block hier, der ÖVP-Bauernbund-Block heißt. Ihr müsst dazu sagen, ihr wollt das Produkt wachsen oder weichen haben in der Landwirtschaft. Wenn der Kollege Grilitsch herausgeht und sagt, die Bauern wollen wir nicht in der Produktion einschränken, dann muss ich dich fragen, wie im Berggebiet ein Betrieb, der 10 Hektar hat, jetzt von 20 Kühen von mir aus gelebt hat, jetzt aufgrund der Preise nicht mehr konkurrenzfähig sein kann, wie soll der Betrieb sich ausweiten? Wie soll sich so ein Betrieb ausweiten, der einfach die Möglichkeit dazu nicht hat? Es passiert das, was wir nicht wollen, dass sich alles in die Gunstlagen verlagert. Ihr müsstet fair sein, herausgehen und den Bauern sagen, wir wollen wachsen oder weichen, wir wollen im europäischen Markt mitspielen. Und das ist eure Zielsetzung. Unsere Zielsetzung ist das nicht. Ich weiß schon, dass ihr schimpft, aber ich erzähle euch noch Zahlen der Statistik. Austria, die Entwicklung belegen, wie es im Milchbereich ist. 2006, 2007 hat es in Österreich 45.700 Milchviehbetriebe gegeben, also Betriebe, die Milchquote haben. Jetzt haben wir genau 36.000. In 7 Jahren, diese ganze GAP-Periode, hat 1/5 der Betriebe, die Milch produzieren, aufgehört. Um die Zahlen noch ein bisschen zu veranschaulichen, Die Produktion ist nicht gesunken, aber uns geht es nicht um die Produktion, uns geht es um die Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe im Berggebiet. Und wenn Sie die Statistik, wir können ja die Zahlenspielerei machen, 1/5 der Betriebe in den letzten 7 Jahren, 9.200 Betriebe in 7 Jahren, 1.324 Betriebe pro Jahr, ist 3,6 Betriebe pro Tag mit Milchviehhaltung, die in 7 Jahren erfolgreicher ÖVP-Agrarpolitik aufgehört haben. Noch gravierender ist die Zahl der Rinderhalter. Und ich sage euch das, lieber Fritz Grilitsch, du kannst ja herausgehen und dann noch einmal eine Wortmeldung abgeben. Aber mach keine tatsächliche Berichtigung, denn die Zahlen der Statistik Austria, wie wir aus dem Schweinefleischbereich wissen, die lügen ja nicht. Gell? Und wir haben auch im Rinderhalterbereich, und das wird der österreichischen Gesellschaft, nicht nur den Bauern, der österreichischen Gesellschaft auf den Kopf fallen, weil genau die Betriebe aufhören, die wir als Freiheitliche erhalten wollen, nämlich die im benachteiligten Gebiet, die im Berggebiet und die im Alpengebiet. Und das wird der Gesellschaft erst bewusst werden und vielleicht auch euch, wenn ihr einmal darüber nachdenkt und die Statistik anschaut, wie viele Betriebe tatsächlich zusperren. Denn Bauern sind nicht nur Lebensmittelproduzenten. Es wird immer so gepriesen, gesunde Lebensmittel produzieren, die Bevölkerung möchte das. Gerade, lieber Kollege Esel, gerade in Salzburg sperren besonders viele Betriebe in Bezug auf die Almproblematik zu. Und das musstest du auch erkennen. Und wir wollen einfach diese Betriebe erhalten. Und ihr bekennt euch zum Wachsen oder Weichen. Das Verschwinden dieser bäuerlichen Betriebe ist eine Belastung für den Arbeitsmarkt. Das weiß jeder. Jeder Betrieb, der zusperrt, ist einer zu viel. Und dieser Arbeiter landet dann am Arbeitsmarkt. Aber es hat auch unglaubliche gesellschaftliche Auswirkungen. Eine Nichtbewirtschaftung und eine Abwanderung aus den benachteiligten Gebieten hat auch gesellschaftliche Auswirkungen und Auswirkungen auf den Tourismus. Denn wir sehen das in Italien. In Italien, wo die Almen und die benachteiligten Gebiete nicht mehr bewirtschaftet werden, da verbuscht und versteppt alles. Und wenn die Rinderhaltung und die Milchviehhaltung weg ist, dann müssen wir hier einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Agrarpolitik, wie ihr sie betrieben habt, nicht erfolgreich war. Das ist eindeutig und belegt. Und gerade jetzt hätten wir die Chance, im Zuge der GAP-Reform, im Ausverhandeln des neuen Programmes, diese Betriebe, und da bin ich mit dem Kollegen Birkelhuber einer Meinung, diese Betriebe müssen wir stärken, wenn wir die flächendeckende Landwirtschaft tatsächlich erhalten wollen. Hier höre ich nur Lippenbekenntnisse. Wir haben einen anderen Zugang, sage ich. Wir wollen die Quote erhalten. Erklär mir bitte einmal, warum du die Zuckerquote erhältst und die Milchquote nicht. Das musst du einmal herausgehen und erklären, warum der eine Bereich geschützt wird und dem anderen der freie Markt überlassen wird. Dann hier herausgehen und das erklären, den Bauern. Erklären wir das den Milchbauern. Wir sehen in der Quote eine Chance, diese Betriebe zu erhalten, sie nicht dem freien Markt auszusetzen, damit sich alles in die Gunstlagen verlagert. Das ist unsere Ansicht. Das ist unser Zugang zum Schutz der kleinen Betriebe. Ihr seid für Wachsen oder Weichen. Wir wollen die kleinen Betriebe erhalten. Zuckerquote wird behalten, Milchquote
Bitte überreichen wir dem Herrn Minister. Die Milchquote wird abgeschafft, und das wollen wir nicht. Wir sind für die Beibehaltung der Milchquote. Ihr habt in Europa euch zu wenig dafür eingesetzt. Der Vorgängerminister ist ja gar nicht hier. Den interessiert das schon nicht mehr. Wir wollen das so behalten. Geh heraus und erklär die Zuckerquotenregelung. Warum wird die Zuckerquote erhalten? Das muss man sagen. Geh heraus und erklär es einfach. Milchquote weg, Zuckerquote bleibt. Wo ist hier die Gerechtigkeit? Gleiches wird ungleich behandelt. Im Übrigen möchte ich noch auf eines verweisen. Die Milchquote war ein Lieferrecht für die Bauern. Was war kein Lieferrecht? Wer sagt das? Es war kein Lieferrecht. Dann werde ich dich zitieren. 12 Fragen Jakob Auer im Blick ins Land vor der Nationalratswahl. Ich zitiere. Im Übrigen hat das der Moosbrucker, euer Landwirtschaftskammer, Funktionär in Vorarlberg gesagt und Jakob Auer im Interview vor der Nationalratswahl. Investitionskosten, es ist um die Abschaffung der Milchquote gegangen, Investitionskosten in Lieferrechte für die Bauern fallen weg. Lieferrecht. Moosbrucker bestätigt Lieferrecht und Blutkowski hat das auch als Lieferrecht bezeichnet. Das, was hier betrieben wird, Bauern haben viel Geld in Milchquoten investiert, das ist Diebstahl an bäuerlichem Eigentum, das ihr hier betreibt. Hunderttausende Euro sind in Milchquoten gegangen, in Milchquotenkäufe, und jetzt sind sie mit einem Schlag wertlos geworden. Hier ist Diebstahl, wir haben schon mehrere Anträge gestellt, hier eine Entschädigung für die Bauern zu verlangen. Es ist jedes Mal abgelehnt worden. Also bitte, Herr Minister, unsere Position hier ist klar, und ich glaube auch die Mehrheit der Opposition, wir sind für eine Beibehaltung der Milchquote. Es gibt im Übrigen auch nicht das Sicherheitsnetz, das ihr groß angekündigt habt. Hier wollen wir eine Änderung. Wir wollen zum Schutz der heimischen Milchbauern diese Quote haben. Die Zahlen sind eindeutig, wie viele Milchbetriebe aufgehört haben. Herr Minister, nur schöne Worte und herzugehen und zu sagen, die Bauern, das wird sich schon vom Markt regeln, und die innovativ und produktiv sind, die werden überleben und die anderen werden nicht überleben, wird die Konsequenz sein aus der Agrarpolitik, die im Milchbereich betrieben wird. Das wollen wir nicht, und deswegen bekennen wir uns klar und eindeutig zur Milchquote als Mengenregelung und zur Steuerung des Preises für die Milchbauern. Speziell die Bauern in benachteiligten Gebieten, beispielsweise auf Almen, müssten vor etwaigen Umsatzeinbußen durch den Wegfall der Milchquote geschützt werden, fordert Harald Janach von der FPÖ die Beibehaltung der Quote.